Hallihallo, liebe Leute. Heute werden wir uns das Spiel Betrayer anschauen. Das ist im Moment ganz neu zugänglich auf Steam und das ist ziemlich im Geheimen entwickelt worden von den Machern von 4. Und bei mir ist die Lena. Hallo. Und die Lena hat das Ganze mal angespielt und wir schauen uns das jetzt mal an. Ja, also ich meine, ihr seht ja schon direkt so ein bisschen, worum es in dem Spiel geht. Also man strandet im Prinzip auf einer einsamen Insel. Das Spiel ist komplett in Schwarz-Weiß gehalten, bis auf wichtige Details, wie jetzt zum Beispiel, das sieht man jetzt nicht so gut, der Pfeil, der da abgeschossen worden ist, der war in Rot, oder auch hier mein eigener Pfeil ist in Rot, also einzelne Details sind rot gehalten, der Rest ist rein Schwarz-Weiß. Und man fängt halt erstmal an, sich ein bisschen umzusehen. Ja, da würde mich doch eigentlich gleich mal interessieren, wie man generell denn so in das Spiel reinfindet. Gibt es da jetzt großen Tutorial? Wird dir erklärt, was du machen musst? Gibt es eine Story? Ja, so konkret jetzt erstmal gar nicht. Also du landest auf der Insel, du hast keine Ahnung, was du jetzt eigentlich machen sollst und schaust dich erstmal um. Und ja, man sieht jetzt hier auch, wie ich mir da im Prinzip mich so ein bisschen umgucke und eigentlich gar nicht genau weiß, was ich machen soll. Also da gibt es jetzt auch die ersten Gegner und da bin ich auch das erste Mal gerade gestorben. Ja, das passiert im Übrigen häufiger. Also es sieht sehr interessant aus, auf jeden Fall. Man sieht dich hier mit dem Pfeil und Bogen hier rumschleichen. Wie ist denn eigentlich generell das Feeling für das Spiel so mit den Waffen? Ist es eher mehr so Stealth-Elemente oder? Ja, also es ist halt erstmal ein bisschen so düster von der Szenerie her auch. Also von Waffen her hat man erstmal nur Pfeil und Bogen. Später bekommt man dann auch noch eine Art Pistole dazu. Aber alles halt aus dem, ich glaube, 17. Jahrhundert ist das die Richtung. Also nicht sonderlich modern. Ist auch nicht wie ein Shooter oder sowas. Also ist mehr schon Action-Adventure. Und wie sieht es denn eigentlich mit der Musik aus? Hat das Spiel schon Musik? Es ist ja, wie gesagt, eine Early-Access-Version auf Steam. Also ja, also Musik hat es keiner. Also ich glaube auch nicht, dass das noch kommen wird. Das Spiel hat halt so eine Art Realistikgefühl, kann man sagen. Dadurch, man hört nur Wind, man hört die Gräser. Später wird man auch noch eine Glocke hören, aber Musik gibt es keine. Ja, also hier laufe ich jetzt gerade weiter in Richtung einem Fort. Das ist mal was anderes in der Szenerie, das fällt auch direkt auf. Auch mit der Flagge weiter oben. Und also man muss schon dazu sagen, die Stimmung in dem Spiel ist schon ziemlich gruselig. Also wie sich das Tor so öffnet, man fragt sich dann, was kommt jetzt? Kommen Gegner? Kommt irgendwas Neues? Und schleicht sich da eigentlich mehr oder weniger in das Dorf. Mhm. Man sieht jetzt ja ziemlich schön, wie du dich hier so ein bisschen skeptisch umschaust. Es sieht auch in der Tat hier mit der Truhe etwas gruselig und seltsam aus. Gibt es denn überhaupt sowas wie ein Inventar? Kannst du Gegner quasi, wenn du sie erlegt hast, looten oder? Ja, also die Gegner lassen im Prinzip Gegenstände fallen, die man dann auch in seinem Inventar aufnimmt. Das eben war jetzt gerade ein Shop, wo auch kein Mensch ist. Da steht dann am Anfang noch eine Notiz von wegen, ich vertraue euch, dass ihr Geld hinterlasst. Also. Mhm. Und man sieht dich hier jetzt rumlaufen und das sieht doch jetzt schon mal sehr creepy aus hier, diese versteinerte Figur. Hast du irgendeine Vermutung, was es sein könnte? Bisher leider noch gar nicht. Also das Spiel lässt das auch immer ein bisschen offen. Also es gilt, man kriegt dann Hinweise und es gilt im Prinzip rauszufinden, was da passiert. Ja, da habe ich jetzt eine Glocke aufgehoben. Wow. Genau. Das ist ja echt seltsam. Ja. Also mit dem Klang der Glocke ändert sich im Prinzip so einmal komplett die Szenerie ins Dunkle. Mhm. Und ändert die sich auch wieder zurück oder wie ist es jetzt? Kommt mir jetzt ein bisschen so vor, als wäre plötzlich die Nacht angebrochen. Ja, also im Anfang, wenn man mit dieser Person, auf die ich gerade zugehe, spricht, dann verändert sich sie auch nochmal zurück. Aber im Folgenden, wenn ich die Glocke aktiviere, bleibt das so lange, bis ich die Glocke wieder deaktiviere. Interessant. Und hast du da irgendeinen Nutzen rausgefunden jetzt davon? Ja, also es ändert sich halt einiges erstmal. Man trifft dann auch auf andere Gegner, auf Geisterwesen. Aber was ich jetzt genau damit anfangen kann, das habe ich bisher leider noch nicht rausgefunden. Das wird sich wahrscheinlich erst im späteren Verlauf des Spiels dann zeigen. So, liebe Lena, dann haben wir ja jetzt einen ziemlich schönen Eindruck von Betrayer bekommen. Jetzt würde mich generell noch interessieren, wie sieht es denn aus mit einer Kaufempfehlung? Für wen eignet sich das Spiel in deinen Augen besonders gut? Ja, also man muss schon ein bisschen Geduld mitbringen, da das Spiel einem halt einfach gar nichts erklärt.
und auch mal bereit sind, ein bisschen mehr Zeit zu investieren und vielleicht nicht gleich eine Lösung serviert zu bekommen. Also vor allem eignet es sich, denke ich, für Menschen, die gerne Rätsel lösen.